Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video werden wir zusammen ein Paket auspacken, das mir die liebe Carmen geschickt hat. Ich vermute mal, dass Carmen Abonnentin ist. Wenn ja, hi Carmen. ich habe da schon mal nur den Deckel aufgemacht. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe nur gesehen, Füllmaterial. Das ist gut. Das werde ich jetzt aber erstmal wegräumen. Und dann fangen wir auch schon gleich an. Ich bin schon echt gespannt. Und wie es dazu gekommen ist, also Carmen hatte mir geschrieben, und sie hat halt mir erzählt gehabt, dass sie mit diesem festen Gel nicht klarkommt. Und haben wir noch so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann hat sie mir halt dieses Paket geschickt. Und ja, da werde ich jetzt erstmal das Füllmaterial kurz wegpacken. Einen Moment. Also was ich als erstes gesehen habe, was super geil ist, sind Schablonen. Weil ich brauche mal wieder Schablonen. Und ich wollte demnächst meine Warenkörbe mal wieder so ein bisschen abchecken. Und das ist mal richtig geil. Und ich finde das auch ganz cool, dass sie halt hier diese Einkerbung haben. Ich wollte mir schon die ganze Zeit mal so eine Schablone holen, um zu gucken, wie die so sind. Ob die mir zusagen, weil ich schneide meine Schablone ja auch immer ein. Und ja, da kann ich jetzt erstmal ordentlich testen. Also das ist schon heftig. Aber oh mein Gott, Dankeschön. Dann nehme ich mal hier eine kleine Kiste raus. Krass, ey. Diese Gele, das sind Gele, ne? Stimmt. Die sind von Rockstar Nails. Das sind diese. Oha, das Glitzer ist ja mal richtig heftig. Also hier oben drauf sieht das so. Ja, aus. Und hier drinne, boom. Und das Grün. Die Farben zusammen, also ohne Spaß. Die Dinger sind richtig cool. Ich wollte mir, die gibt es bei Fingerspitzengefühl, gibt es die auch. Bloß ich war mir immer nicht so sicher, wie die so sind. Und jetzt kann ich die mal testen, weil die müssten ja vom Ding her eigentlich fast alle dieselbe Konsistenz haben. Oh, ich liebe es. Ach ja, und dann würde ich sagen, das nächste Video ist ein Farbauftrag-Video. Also ohne Spaß. Oh, guckt euch das Gel hier an. Oh, wie schön. Guck mal, hier drauf, ne? Sieht das so, ja. Sieht halt wie so ein weiß-gräulich aus. Und dann habt ihr das so schön. Oh, ich lieb's jetzt schon. Oh, das sind perfekte Herbstfarben, ne? Deswegen wollte ich die auch immer ausprobieren, weil man hat drei Farben, die echt mega zusammenpassen in einem Tiegel. So. Bloß ich war mir immer nicht so sicher. Oh, schön, ne? Aber warum? Ich habe das, ist nur eine Frage, ne? Das ist jetzt nicht, ne, wegen Qualität oder so. Aber das hier ist matt. Das glänzt. Seht ihr das? Warum ist das so? Ist das einfach so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Gott, oh Gott. Erstmal wieder wegwerfen. Ich bin so ein Trottel, ne? Oh, hier sind so viele schöne Farben bei, ne? Ja, die brauche ich jetzt hier gerade ja nicht aufmachen. Die sieht man ja hier drauf. Super schön. Dann mache ich mal. Also die Farben werden wir im nächsten Video auftragen. Und ich mache die auch nicht ganz auf. Weil ihr seht, hier ist ja so eine Frischhaltefolie zwischen. Aber man sieht ja das Gel, ne? Also, das scheint auch ein gut pigmentiertes Gelb zu sein. Da bin ich echt gespannt, ne? Ja, von Just Nails. Also ich habe schon mal fast mal Abonnente von Just Nails bekommen und ich war eigentlich zufrieden damit. Also ich fand die eigentlich echt gut. Bloß ich habe halt noch nie bei Just Nails bestellt. Das ist Pink Panther. ja. Das Pink ist da. Aber da freue ich mich schon drauf, ne? Wie die sich dann verhalten, wenn ich sie auftrage. Burning Sand. Das kann ich mal hier den Deckel wegmachen. Das ist ein richtig schöner Beige-Ton. Hey ho, hier bin ich aus dem Schnitt. Ich muss manche Passagen leider stumm schalten, weil man hört dann im Hintergrund meine Hündin fiepen und das ist irgendwann auf Dauer echt nervig. Also deswegen nicht wundern, wenn was stumm geschalten ist. Dann einmal hier.
Wow. Das ist so ein lila-blau, also ein Blau auf der lila Seite. Und das funkelt, ne? Holy moly, ey. Krass. Oder bin ich echt gespannt, ne? So, dann haben wir hier noch ein Rot, also Dusty Red. Also für. Also ein Dusty Red ist das jetzt für mich nicht. Das ist für mich ein. Entschuldigung. Das ist für mich, man sieht das hier, das ist so eine dunkle Beere. Und nicht Dusty Red. Aber okay, wenn das die Marken sagen. Ja, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, hier die richtigen Farben raufzubekommen. Deswegen, wie gesagt, trage ich halt die Farben immer auf, damit ich halt genau sehe. Surprise me, Color Gel. Okay, da gibt's ja sowas, so eine Rubrik, dass man einfach sagt, Surprise me, und da kommt irgendein Farbgel. Das ist ja cool. Oh, das ist so ein. Na gut, jetzt sieht es ja lila aus. Das ist aber so ein. Ja. Da ist sehr viel blauer Schimmer drin. Es ist ein pinkes Gel, aber in die lila Richtung. Also, das sieht auch mega aus. Also, da bin ich auch super gespannt. Dann haben wir hier eins von Online Hot. Das kenne ich gar nicht, die Aufmachung. Was? So ein, kennt ihr diesen Matschington? So ein Muddy-Ton? Sieht mega aus. Das im Herbst. Das sind so für mich Herbst-Winterfarben. Wisst ihr, wie ich meine? Diese kühleren, zurückgetretenen Farben. Also nicht dieses Bam in your face, sondern dieses, oh, ich chill mal hier hinten mäßig. Dann ein Soul Sticker Advice Gel. Ich habe falsch gelesen, aber egal. Okay, was ist. Was sind das diese Glue-Gele, sage ich jetzt mal? Würde mich mal interessieren, weil ich habe sowas noch nie. Ich wollte mir immer sowas holen. Bloß das Ding ist, ich benutze ja nicht diese Tipps halt, ne? Man kann mit diesen Gelen richtig coole 3D-Nail-Art machen. Also das sind so wie Plastilingel benutzen halt. Deswegen wollte ich mir immer mal eins holen. Dann haben wir Trendnails, eher Gum-Gel. Und das ist bestimmt dasselbe. Ah, nee, das ist. Ah, das ist so ein. Das ist auch ein richtig schöner Farbton, ne? Da bin ich echt gespannt. Ja, da bin ich wirklich gespannt, wie das Gel sich verarbeiten lässt und alles. Weil von Trendnails habe ich nichts. Gar nichts. Und da bin ich auch echt gespannt. Dann ein Geschenk von. Ich weiß jetzt nicht, welche Firma das ist, aber das ist ja egal. Aber vielleicht für euch interessant gewesen, aber es ist nicht so schlimm. Okay, das noch komplett zu. Das machen wir dann jetzt mal auf. Also, das ist einfach Modelliergel. Also ein Aufbaugel. Da gucken wir dann auch beim Farbauftrag-Video mal rein, welche Konsistenz das halt hat. Das ist Rose Shadow Aufbaugel. Das ist ein richtig schöner Ton. Oh, ich glaube, damit kann man richtig gut Babypuma machen. Da bin ich gespannt, ne? Erstmal danke. Oh mein Gott, da sind so viele schöne Farben bei. Krass. Greife ich einfach mal rein. Ein Rondel. Braucht man immer. Man hat immer irgendwo Nail Art oder so. Finde ich richtig klasse, ey. Dann. Okay, gucken wir mal rein. Okay, das sind Saugauf, Basecoat und Topcoat. Die Firma kenne ich gar nicht. Also bin ich auch gespannt. Was ist das? Base Clear. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, weil ich brauche ja, also ich habe ja wieder ein Haftgel gefunden, ne? Weil ich ja dagegen das eine von anderen hat allergisch reagiert habe.
Dip in Form Gel. Was ist das denn? Oh. Bin ich gespannt. Was ist ein Dip in Form? Ich habe keinen. Also sehr, sehr flüssig. Okay. Da muss ich dann mal bei Lini googeln. Das ist dieses Dip. Ich weiß, jetzt habe es gerade gar nicht richtig in der Kamera gezeigt, ne? Was das für ein Gel ist. Also sagt mir gar nichts. Aber ich bin da ja auch bei Lini nicht so drin. Ne? Oh, es ist. Aha. Okay. Ich habe jetzt einfach hier in so einem Ding gezogen und. Okay, also sehr, sehr viele Gele. Also UV-Lacke. Ich hole die mal alle raus. Mein Gott, wie viele sind das? Ich habe eigentlich gedacht, dass sie mir so ein paar Texotrope-Gele schickt oder Acrygele oder so. Und krass. Richtig krass. Nails Up Line Gel Black. Sind das wie diese Nagellacke damals mit diesem ganz dünnen Pin. Wie geil ist das denn? Das war mega. Und dann ist das andere bestimmt weiß, ne? Ja, ohne Spaß. Ich wollte mir auch mal schon sowas bestellen. Aber ich denke mir dann immer so, ich habe Pinsel, ich habe weiß, ne? Und der Pinsel ist auch richtig schön, ey. Danke. Dann gehen wir mal hier in den Shellac. Oh, das ist ein Holo. Man sieht es im Herz. Eigentlich cool gemacht, dass man hier so ein Herz frei lässt. Holo Cat. Ist das ein Cat Eye Gel? Oh, nee. Das ist ein Cat Eye Gel. Oh Gott. Also nächstes Video. Ich glaube, raste ich richtig aus. Ey. Tragen wir zusammen auf. Rubber Base Magenta. Mit so einem richtig schönen Schimmer. Seht ihr den? Oh mein Gott. Dann Amethyst. Das ist bestimmt ein richtig schönes Lila, ne? Mega schön, ey. Ist den anderen davor sehr ähnlich. Also aber ist nicht genau gleich, aber ist ähnlich, ist aber dunkler. Dann Frozen Rosa Rubber Base. Das ist schon so ein Barbie-Pink fast schon. Da muss man, hätte noch ein bisschen mehr Pink drin sein müssen, dann wäre es so ein Barbie-Pink geworden. Richtig schön. Ja, dann Camouflage. Oh, das Camouflage kann man immer gebrauchen. Das ist. Ja, das ist ein schöner Ton. Also ich freue mich schon wirklich nächstes Mal wieder auf Auftragen, ne? Wirklich. Das ist einem Frozen Mint. Da steht da. Sieht so, so schön aus, ne? Dann Frozen Blau. Gab bestimmt so eine Frozen-Serie, würde ich mal sagen. Aber das sind so schöne, ja, schon so Pastellfarben und mega, wirklich. Dann haben wir noch Frozen Lila. Bestimmt eine Frozen-Serie gewesen. Das ist schön. Mega. Dann, warte, hier haben wir noch eins von Rockstar Nate. Das ist Cupcake. Gucken wir mal. Muss ich mal zeigen. Seht ihr das? Richtig, richtig schön. So ein Peach-Ton mit so, ja, grünlichen Schimmer drin, ne? Also sieht mega aus.
Ich freue mich. Ich habe wieder bald viel zum Auftragen. Das ist wohl ein Schwarz. Aber hier steht Blue drauf. Ach, das, wenn ihr genau hinguckt, hat das. Ist das ein ganz, ganz dunkles Blau? Jetzt seht ihr das hier am Pinsel. Da seht ihr das? Das ist ein ganz, ganz dunkles Blau. Schon fast schwarz. Oh, schön. Von der Marke habe ich auch noch nie was gehört. Bin ich echt gespannt. Dann Neon 6. Ich glaube, das muss man einmal schütteln. Eigentlich muss man jeden Gel-Lack einmal schütteln, wenn er länger stand. Ja, muss man einmal durchschütteln. Also, das ist schon ein krasses Lila auf jeden Fall. Also, mega. Da bin ich auch wirklich gespannt, wie diese sind. Und Ultra Gloss. Von MPK Nails. Also, ein Ultra Gloss würde ich ja sagen, das ist ein Versiegler ist, oder? Also schön dick viskoses Gel, also der Versiegler. Oder wenn es ein Versiegler ist, ist ein Gloss. Und Gloss ist für mich meistens ein Versiegler. Ja, der wird auf jeden Fall, glaube ich, keine, na, Löcher ziehen oder sonst irgendwas. Richtig nice. So, dann stelle ich das da mal hin. Dann, oh, da ist noch so ein. Ich habe es noch nicht gesehen, aber da ist noch so ein Tütchen. Nee. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Dankeschön. Ich dachte wirklich, es sind nur so ein paar Aufbaugele oder so. Acrygele, Texotropikgele, so in die Richtung. Aber dass du hier erstmal die UV-Lacke und so rausklopfst, heftig. Also, im nächsten Video wird es wohl ein großes Auftragsvideo geben. Krass. Dann gucken wir hier mal. Rubber Base Cinderella. Ist hier oben auch drin, aber ich mache die trotzdem auf, weil meistens sehen die schon mal ab und an anders aus. Aber nee, das sieht gleich aus. Oh, schön, ne? Ja, mega, ey. Dann gucken wir mal den hier an. Das ist ein Cat Eye. Oh, ich liebe Cat Eye. Was ich bei Cat Eye meistens, es ist nicht immer so, es gibt ja auch hellere Gele, aber bei Cat Eye ist ab und zu so dieses, ist so dunkel. Ne? Das ist immer so, So, Cat Eye im Sommer ist richtig geil, aber viele Cat Eye Gele sind halt seit leider sehr dunkel gehalten. Also in so einem Dunkelblau, in einem Dunkelgrün. Und also das ist auf jeden Fall nicht dunkel. Also es ist auch nicht jetzt extrem hell, das ist so ein Mittelmaß, aber richtig schön. Dann Shellac Wonderland 4. Wow. Das ist mal ein Ton. So einen Ton habe ich auch noch nicht. Dann Clear Yellow. Hä? Clear Yellow? Also muss das so ein Glasgel? Ich hätte eher gesagt, das ist so schon Clear Orange mehr. Also das passt irgendwie gar nicht zu dem Farbton hier oben. Seht ihr? Ne, seht ihr nicht, ne? Aber es sieht super aus. Ja, ich will auch im Sommer mal wieder was mit Glasgel machen. Ich habe ja auch ein paar. Und da passt das richtig gut, ey. Neon Reflected. Okay. Also ist das dieser Reflecting-Dings? Oder was? Ja, ne? Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Super schöner Ton. Oh, da bin ich echt gespannt beim Auftragen, ne? Dann Wonderland 3. Wir hatten schon Wonderland 4 und jetzt ist es Wonderland 3. Oh,
das sieht richtig schön aus. Na? Dann haben wir hier Reflective 13. Das war hier gerade Nummer 6. Das ist jetzt Nummer 13. Brauche ich eigentlich auch machen, weil es auch nicht sehr drauf, aber super schöner Ton, ne? Und was ich cool finde, hier sind auch so eine größeren Stückchen drin. Ne? Na, stell das scharf. So größere Glitzerflakes. Dann haben wir hier, oh, Wonderland 1. Das sind alles diese Metallic-Gele. Ach, sieht schön aus. Wow. Ist das hier bestimmt Wonderland 2? Also es gibt nur 1, 2, 3, 4, also die hat sie, nee, doch. Ich dachte gerade jetzt auch noch, weil das auch so ein Farbschema hat. Ist es aber nicht. Also sie sehen sie alle sehr ähnlich. Aber sie sehen super schön aus. Wirklich. Oh, dieses Metallic da drinnen, ne? Oh, ich lieb's. Dann nehmen wir jetzt mal das hier. Das ist auch von der Reflective. Das ist die 6. Habe ich die 6? Hä? Ach, das ist Neon Reflective. Oh, ich lesen sollte man auch. Hier steht Neon drauf und hier halt nicht. Weil ich habe mich gerade gewundert, so ich, das habe ich doch gerade eben schon mal gesagt. Oh, das macht auch ein krasses Pink, ne? Ich bin echt richtig gespannt beim Auftragen, ne? Wirklich. Dann haben wir, Cat Eye Magic Silver in der Nummer 10. Oh, das ist so ein helles Rosa. Das ist ein rosa Lila. Oh, schön. Das mag ich so, weißt du, wisst ihr, dieses helle Cat Eye, was man auch im Sommer tragen kann, weil im Winter ist das Licht halt nicht da so. Wisst ihr, wie ich meine? Ist ja klar, die Sonne ist nicht so stark und so und dann ist das halt nicht so schön. Und im Sommer dann halt so ein dunkellilanen Cat Eye, der schon fast schwarz ist, ist das ein bisschen schwer. Ne? Das ist jetzt, fühle ich nicht so im Sommer. Und deswegen, also, oh, ich liebe helles Cat Eye. Dann haben wir hier mal Reflective Shellac in der Nummer 32. Das ist aber. Das. Also das funkelt, ne? Also ohne Spaß. Ich glaube, das seht ihr gar nicht so richtig. Aber das funkelt. Holy shit, ey. Da bin ich super gespannt. So, dann räume ich das einmal schnell ein. So, dann geht es jetzt weiter. Ich greife einfach rein. Okay, Flux Profile. Kontakt vermeiden. Sagt mir gar nichts. Mal gucken. Da bin ich auch gespannt. Das werden wir dann auch auftragen. Einmal mal gucken, wie die Konsistenz halt ist und alles. Weil die Firma sagt mir so gar nichts. Was es sein soll. Was für ein Gel, also ob das irgendwelche speziellen Eigenschaften hat, weiß ich nicht. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, wenn das jemand weiß. Mal gucken. Da bin ich echt gespannt. Dann. Oh, okay. Wieder was von Lini. Cover Creamy Ivory. Also was ich mal sagen muss, was Lini auch richtig gut hinkriegt, die Kiegel, ne? Superschön. Das ist mal ein schöner Ton, ne? Der ist richtig schön. Das ist ein Aufbaugel, würde ich sagen, ne? Oder war das ein Covergel, ja. Also super. Mega schön. Oh, da freue ich mich. Dankeschön. Generell alles, ne? Wirklich. Holy shit, ich habe echt wirklich nur gedacht, dass sie mir ein paar Aufbaugele oder so schickt. Also Taxotrope-Gele, wie gesagt, oder, ne? Aber nicht, dass sie da so rauskloppt, ey. Ich greife einfach rein, wieder ohne hinzugucken. Okay. Noch ein G von Lini. Glam Cover.
Golden Candy. Spannend. Mal den aufmachen. Also das sieht super schön aus, seht ihr das? Und der Ton auch mega schön. Da bin ich echt gespannt. Weil Covergele braucht man immer. Wirklich. Also Covergele retten ja eigentlich ganz oft das Leben. Dann greife ich einfach rein. Milky Glam. Easy Build Up. Das ist bestimmt mit so einem Honigeffekt, oder? Na komm. Seht ihr das? Ich muss mal ein bisschen rein. Das muss ich erstmal nachher wieder reindrücken. Das geht so ein bisschen in die Öffnung. Mal kurz ein bisschen Luft dran lassen. Alter, das ist ja mal richtig schön. Das ist ein Aufbaugel, ne? Das ist krass. Also es fühlt sich auf jeden Fall fester an. Also da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Also wirklich. Also es hat sehr starken, ich würde sagen, Honigeffekt. Ich muss das jetzt einmal aufmachen. Dann einmal. Einen Moment. Ja, also es ist sehr, ich würde mal sagen, elastisch. Wisst ihr, wie ich meine? Also dieses starke Honig. Ja, dieser Honigeffekt. Wow. Und es hat auch so die Konsistenz von Honig. Es ist schon fester, aber es zieht sich echt super glatt. Also bin ich auch echt gespannt. Ne? Aber guckt euch mal, wie das funkelt. Ich sehe das gar nicht, ne? Da. Richtig schön. Und von ihr habe ich auch noch nie was benutzt. Jeder hat von uns schon, ich glaube, irgendwelche TikToks oder Reels oder irgendwelche kurzen Videos gesehen, wie sie irgendwelche Nägel gemacht hat. Jeder. Und ich habe auch noch nie was davon benutzt. Und ich freue mich richtig hart drauf, das jetzt mal zu benutzen. So, dann fasse ich einfach wieder rein. Das ist ein Acrygel, ne? Ja, Acrygel Make-up Soft. Dann machen wir mal auf, um zu gucken, ob es halt auch so aussieht, wie es auf dem Deckel ist. Von Laveni habe ich aber auch noch nichts so wirklich benutzt. Da habe ich auch so... guck, das ist es halt. Das ist mal ein bisschen auf dem Deckel, mal ein bisschen schwieriger, aber das ist... super schöner Ton. Ah, da freue ich mich, ne? Aber ich bin ja... ich liebe Acrygel. Und... ich mag Peach-Töne, weil ich das ist so, das ist jetzt nicht Make-up Soft. Ich würde sagen, das ist eher schon so ein Peach-Ton. Also, deswegen der Deckel passt auch nicht so. Aber es ist ein super schöner Ton. Da freue ich mich. Dankeschön. Dann greife ich noch einmal blind rein. Dann habe ich nochmal ein Jolifine Acrygel Make-up Light Nature. Und das ist auch super, dass das mit Frischhaltefolie. Folie alles zugemacht hast, weil bis jetzt ist nichts ausgelaufen. Gar nichts. Oh mein Gott, das ist auch ein schöner Ton. Das ist eher wieder so ein Winterton. Da kriege ich das auch nicht so hin mit dem gleichen Ton, aber das ist ja nicht wild. Na? Aber das ist ein Light Nature. Also für mich ist das nicht so light, aber es ist ein super schöner Ton. Aber wie gesagt, so einen Ton würde ich eher im Winter benutzen. Ja, man muss ihn ausgetragen sehen, ne? Weil es kann ja sein, dass der aufgetragen viel, also heller wirkt als im Tiegel. Greife ich nochmal blind rein. Okay, das ist das Acrygel Make-up Flakes. Okay. Da bin ich mal gespannt. Der ist schön. Der ist richtig schön. Wow, also der ist wirklich, wirklich richtig schön. Da freue ich mich, danke.
Also ich freue mich generell über alles, ne? Also das ist Wahnsinn. Ich habe wirklich nicht mit so viel gerechnet. Ehrlich nicht. Ich greife rein. Was ist das? Laveni. Acrylic Make-up Rose Peach. Das wäre was für ein Rose Peach. Das wäre, glaube ich, ein Ton für mich. Oh ja. Moment. Mega schöner Ton. Der ist richtig schön. Also Wahnsinn. So, also, aber was ich auch sagen muss, Laveni kriegt das auch richtig gut hin mit den Tiegeln. Ne? Das sieht richtig schön edel aus. Was ist das? Und da mal rein. Ich habe jetzt zwei Gel mal. Einmal Just Nails, Love is Pain. Cover Builder Gel, Honey Extreme. Also wohl ein starker Honigeffekt oder. Guck dir mal den Ton an. Sieht schön aus. Ich würde sagen, das ist ein starker Honigeffekt ist. Das werden wir alles im Auftragvideo sehen. Wow. Dann Camo Builder Milky Flakes. Wow. Das ist mal ein Gel. Seht ihr dieses Funkeln? Heftig. Da bin ich schon gespannt. Ich greife da noch einmal rein. Just Nails Eye Catcher Honey Extreme Cover Builder Gel. Das andere mal Love is Pain, das ist Eye Catcher. Und ich würde sagen, das ist. Und das, was ich da cool finde, ist, dass das hier so milchig ist. Das sieht aus wie so ein teurer Flakon von irgendeiner teuren Creme. Wisst ihr, wie ich meine? Aber bei Honey Extreme würde ich schon wirklich sagen, dass es ein starker Honigeffekt ist. Also, dass das Gel auch so sich verhält. Da bin ich echt gespannt, ne? Beim Auftragen. Ich lasse das nochmal so. Da bin ich wirklich gespannt. Wirklich. Bei Just Nails wollte ich auch schon immer mal bestellen, aber irgendwie, ich bin so eingefahren. Wisst ihr, wie das ist? So dieses, man will woanders bestellen, aber ja, ich weiß nicht, wie die Qualität da ist. Na klar, ich habe jetzt schon ein bisschen was von Just Nails testen können und auch schon viele Mädels gesehen, die was davon hatten. Und ich weiß, dass das jetzt keine scheiß Qualität ist, aber dann denke ich mir so, dann bestelle ich lieber bei den Shops, wo ich immer bestelle. Und ja, da ist halt immer dasselbe. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen, ich muss unbedingt noch woanders bestellen. So, dann ist hier noch einmal eine kleine Leni-Box drin. Guck nochmal so rein. Nee, dann war es das auch schon. So. Nayla. Oh, Nayla geht auch immer, ne? Die sind ja hübsch. Die sind richtig hübsch. Dankeschön. Wow. Wahnsinn. Ich liebe Glitzer, ne? Das ist mega. Das sind hier so Schneeflocken, Fäden, Sterne, Blumen, Sterne mit einem Sternloch drin. Die sind mal schön hier. Einen Moment, kriege ich das aufgedreht, ohne dass ich hier alles. Ja. Die. Holy moly. Damit könnte man auch von der Hinsicht so ein Drachendesign machen, dass das so die Drachenschuppen sind oder was. Mega schön. Danke. Ich freue mich wirklich, ey. Und ich reiß mir auch damit zusammen, dass ich nicht nach jedem Gel Danke sag. Weil in meinen anderen Videos war das, du sagst so oft Danke. Ja, weil ich halt dankbar bin. So, und jetzt erstmal hier weiter. Dann sind das hier Sterne. Hier sind diese Hexagons, Herzen mit dem Herz drinne, Herz ohne Herz drinne, Punkte und nochmal so ein lila Glitzer. Nee, ich mach das nie auf, sonst habe ich wieder alle voller Glitzer. Aber man sieht es ja hier. Das ist richtig cool, ey. Oh, danke schön. Ehrlich, wirklich. Oh, wow. Das ist so ein alles drinne. Verschiedene Formen. Das muss ich jetzt einmal aufmachen, weil das sieht
So sieht es immer so ein bisschen tot aus. Aber so, wow. Mega schön. Das wäre mal schöner Design sein, ne? Danke. Ja. Gold Flakes gehen auch immer. Kann man immer gebrauchen. Und ich müsste eigentlich auch mal was mit Gold Flakes machen, ne? Einfach mal, ja. Ich muss da einfach mal mit bearbeiten. Sticker. Warte, die gucken wir gleich zum Schluss an, weil die zeigt aus. Das ist ja süß. Oh, ein Herzchen. Ich muss auch richtig rumhalten. Dann noch einmal ein Just Sparkle Glitzer Fine Mermaid 2. Ich will es nicht aufmachen, aber ich muss es aufmachen. Wow. Das funkelt, ne? Krass. Dann haben wir hier, das sieht aus wie ein Pigment. Das ist so ein Silver Fine Pigment, ja. Oder bin ich auch gespannt, weil Silver habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe Gold, aber Silver habe ich nicht. Das ist nice. Da freue mich auch, das mal ausprobieren. Dann hier eine goldene Folie. Folien gehen auch immer. Die Folie hat mich angelächelt. Guck ich die mal an. Ich hole die mal so ein bisschen raus. Wow. Die ist richtig schön. Liebe Folien, ne? Aber mit Folien habe ich auch ab und an immer noch ein paar Problemchen, ne? Und Glitzersteinchen. Glitzersteinchen gehen auch immer, ne? Dankeschön. So, dann vielleicht einmal kurz wieder hier rein. Gucken wir jetzt einmal hier die Sticker an. Sind das Sticker oder sind das Transfer-Tattoos? Ich glaube, das sind Transfer-Dinger, weil die haben so eine Folie drauf. Das ist eine richtig coole bei. Die sind richtig schön. Oh nein, wie süß, ein Teddybär. Guck euch den mal klein. Oh. Also Wahnsinn. Also ich habe damit ehrlich nicht gerechnet. Wirklich nicht. Ich habe mit ein paar Aufbaugehen gerechnet. Und nicht mit so einem Riesenpaket. Also mit so viele drinne und... Holy moly. Oh, das ist schön. Das Kleid, ne? Und dann noch einmal hier. Das ist hübsch. Dankeschön. Also wirklich, also ich bin ein bisschen sehr geplättet von dem, was da drin ist. Und was ich eigentlich erwarte. Na gut, erwarten kann man, das ist so viel gesagt. Aber wir haben ja halt geschrieben... Und da bist du halt ein bisschen rausgehört, wie gesagt, jetzt schon, ich glaube, das dritte Mal, wie ich das sage, dass es Aufbaugele sind, Acrylgele, sowas. Und nicht die ganzen UV-Lacke. Also, wenn wir das so geschrieben haben, habe ich es einfach voll vergessen. Ne? Aber damit habe ich ehrlich überhaupt nicht gerechnet. Ich will mich hier nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Carmen. Wirklich super lieb. Das ist der Wahnsinn. Und... Krass. Ich bin wirklich geplättet. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich freue mich über jedes einzelne Produkt. Wirklich. Alle Produkte super schön. Ich freue mich auch aufs Auftragen mit euch zusammen. Und ja, also ich liebe die jetzt alle schon. Dann nochmal ein ganz dickes, fettes Danke von mir. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Einen schönen Start ins Wochenende. Und über einen Daumen, einen Kommentar und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.